Herzlich willkommen bei der Top 100 Selektion von Pearl TV. Sehen Sie jetzt ausgewählte Spitzenprodukte für Sie als anspruchsvollen Zuschauer. Ja, Top 100 Selektionen sind unsere besten Produkte in ihrer jeweiligen Sparte. Und wenn Sie Musik genauso lieben wie wir drei hier, dann ist das genau das richtige Produkt für Sie. Musik in bester Qualität von allen Medien, die man sich überhaupt nur vorstellen kann, Ralf. Ja, und ich musste mich auf diese Sendung überhaupt nicht vorbereiten, weil genau diese Stereoanlage habe ich zu Hause stehen. Warum? Ganz einfach, weil ich so ein bisschen schockverliebt war. Ich war damals auf der Suche, das ist jetzt knapp 2 Jahre her, auf der Suche nach einem adäquaten Plattenspieler. Und Plattenspieler allein kosten schon mal, ja, wenn man ein bisschen Qualität will, ab 300 Euro aufwärts. Und dann habe ich diese Anlage bei uns zum ersten Mal gesehen, habe gesagt, die will ich. Und die beinhaltet wesentlich mehr, wenn wir sie uns mal anschauen, als nur den Plattenspieler. Wenn ich nur einen Plattenspieler gekauft hätte, hätte ich noch einen Verstärker gebraucht, Lautsprecher und. Ist hier alles dabei. Sieht wunderbar aus. Hier, das sehen wir, also wirklich tolles Edelstahlgehäuse hier, die Front. Und die Boxen sind schon dabei. Ein Verstärker ist integriert, 80 Watt Musik, Spitzenleistung. Und jetzt kommen wir zu den ganzen Optionen. Schauen wir uns erstmal optisch an, bevor wir dann zur Akustik gehen. Ganz deutlich zu sehen natürlich hier das CD-Fach und wir sehen hier USB und SD-Schächte. Also ein MP3-Player ist ebenfalls drin. Das ist deutlich zu sehen. Deutlich zu sehen auch der Schallplattenspieler. Und hier auf der Seite, und das ist ein bisschen versteckt, aber das findet man heutzutage bei Stereo Anlagen fast gar nicht mehr, haben wir noch ein Tape-Deck. Also auch Kassetten kann ich hier abspielen. So, und jetzt kommen wir zu dem, was nicht so offensichtlich ist. Und das sehen wir am besten, wenn ich mal das Display anmache und wenn wir über die ganzen Modi gehen. Denn hier haben wir auch, und das werden Sie gleich sehen, Radio. DAB-Mode, also Digitalradio als auch FM-Radio. Hier drin habe ich jetzt keinen Radioempfang. Das wissen Sie, bei uns im Studio sind wir abgeschirmt. Aber es ist eben das moderne Radio. Und die Klangqualität, du weißt es selber, Ingo, ja. DAB Plus, Digitalradio, das ist, ich vergleiche das gern mal mit dem Klangunterschied damals von der Schallplatte zur CD. Kann man doch in dem Sinn sagen, oder? Ja, vor allem, du hast überhaupt kein Rauschen. Du hast gar kein Rauschen, es ist kristallklarer Klang. Und nochmal, wenn Sie Musik lieben, wenn Sie gerne Radio hören, können Sie hier mit wirklich hervorragenden Klang erleben. Das ist was anderes als so eine Bluetooth-Box, was jetzt alle haben oder ihre Knopfkopfhörer. Hier kommt richtig Sound raus. Den hören wir uns auch gleich an. Und zwar habe ich mal eine alte Schallplatte aus den 90ern rausgesucht. Aber gehen wir erst noch weiter. DAB Plus habe ich angesprochen. Natürlich ist die komplette Anlage auch Bluetooth-fähig. Du hast gerade Bluetooth-Lautsprecher. Bluetooth kann sie auch, ja. Richtig. Du hast gerade Bluetooth-Lautsprecher angesprochen. Die kosten in der Qualität auch gleich mal 100 Euro oder ähnliches. Ja, ist hier einfach integriert und wir können, und das ist auch noch etwas ganz Besonderes an dieser Anlage, analoge Medien digitalisieren. Das heißt, Schallplatte oder Musikkassette per Knopfdruck aus MP3 umwandeln und dann auf dem Stick oder auf einer Karte speichern und dann mal eine Schallplatte zum Beispiel mit ins Auto nehmen. So, jetzt gehen wir aber mal wieder zurück auf Phono, auf hier ganz einfach auf die Platte. Und ich habe hier mal einen, ich glaube, das war wochenlang Nummer 1 in den 90er Jahren, ich weiß gar nicht wie viele Wochen, ja, habe ich aufgelegt und zwar ein Titel von F.R. David. Und ich mache jetzt mal den Plattenarm hoch und bevor wir uns das anhören, schauen wir uns auch mal den Plattenspieler selber an. Der hat diese optische Führung auf der linken Seite, da sehen Sie, der Tonarm, hochwertiger Tonarm, hat ein Gegengewicht. Das heißt, ich kann die Empfindlichkeit des Tonarms einstellen. Natürlich Automatik, Abschaltung und ähnliches. Selbstverständlich auch die Geschwindigkeitseinstellung. 33 1/3 für LPs, 45 für die Singles oder für Maxi-Singles. Und ich habe sogar etwas, was DJs unglaublich zu schätzen wussten früher, diese manuelle Einstellung. Plus 10% in der Geschwindigkeit oder minus 10%. Das ist hervorragend, wenn man mal wirklich MP3s machen will, aber schon mal ein Beat in den anderen reinmischen will, dass man das also wirklich von der Geschwindigkeit her anpasst. So, jetzt genug Theorie. Ich versuche mal von hier zu zielen. Ingo, du musst mir sagen, wann ich drüber bin. Du siehst es besser. Jetzt. Du bist mittendrin. Mittendrin, statt nur dabei. Ich mach mal eben. Ja, genau. Mach du von da. Sie kennen das Problem aus der falschen Perspektive. Trifft man es nicht,
Jetzt oh, haben wir es getroffen. Knistern. Schon das Knistern. Möchtest du laut oder leise? Na, laut natürlich. Dann machen wir mal. Und den Klassiker, den kennen wir heute auch noch alle. F.R. David. Da haben wir Wochen, Monate lang drauf getanzt. Ich bin mir sicher, viele von Ihnen haben vielleicht ihre Frau zum ersten Mal zum Tanzen aufgefordert auf dieses Lied. Aber jetzt geht es natürlich erstmal um die Musik, die begeistert, aber zum anderen auch um die Klangqualität. Und die ist begeisternd bei dieser Anlage. Ja, ist einfach begeisternd. Sie sieht auch super schick aus. Ich weiß, wie die bei dir steht. Du bist sowieso sehr elegant eingerichtet, Ralf. Da passt sie natürlich super rein hier. Und wir haben schon viel Musik bei dir gehört auf der Anlage. Es macht einfach Spaß, Musik in guter Qualität zu hören. Und wie gesagt, die Medien, die sie hier rein, die sie hier abspielen können, sind alles, was es gibt, würde ich mal sagen. Ne? Ja, natürlich. Und vor allem für mich war wichtig, dass meine alten Schallplatten nicht weiterhin verstauben. Ich mache das gerne mal, wenn ich Zeit habe. Also meistens mal an einem Sonntag, dass ich mal wieder Schallplatten höre. DAB Plus für mich ganz wichtig, weil ich auch heimatverbundenes Radio hören kann. Schwarzwaldradio. Also wenn Sie DAB Plus oder Internetradio haben, hören Sie einfach mal rein in Schwarzwälder Klänge. Nein, da kommt da nicht Schwarzwälder Musik. Es kommt abwechslungsreiches Programm. Aber für mich wichtig, es kommt eben auch Infos aus dem Schwarzwald, aus dem ich ja bin. So, und ich weiß, auch du kennst dieses Lied, Diana, ein guter Freund von dir, hört das auch, das ist dein Lieblingslied, habe ich gehört. Findest ja, das? Ich liebe das, das ist natürlich, das macht schon gute Laune, ich liebe diesen Klang, ja, von Platten, meine Eltern hatten auch Platten und ich fühle mich jetzt, ich bin schon wieder in, schon wieder da. Ja, Märchen. Ja. Zu diesem Lied, das weiß ich noch, also in der Zeit, Sie werden sich erinnern, wenn in der Diskothek Flaute war, also wenn die Tanzfläche leer war, du brauchtest nur die Platte auflegen und sofort war die Tanzfläche gestopft voll. Sie werden sich auch erinnern und wenn es dann in Disco ging, kam Born to be Alive, ja, Patrick Hernandez. So, das sind diese Lieder, an die ich mich immer erinnern werde. Und ich habe auch mit der ein oder anderen netten Dame auf dieses Lied getanzt, ja, kann ich mich auch noch dran erinnern. Und so gibt es eigentlich zu jedem Lied, das wir auch gerade von der Schallplatte hören, so eine eigene Geschichte. Und gerade wenn man mal LPs anhört, ja, das ist jetzt eine Maxi-Single, aber LPs von Interpreten, das sind die Single-Auskopplungen, die laufen heutzutage noch im Radio ab und zu, aber das siebte Lied auf der B-Seite kennt kein Mensch mehr. Und auch diese Lieder erzählen uns Geschichten. Hast du aktuell ein Lieblingslied, Diana? Jetzt? Oh, das ist zu viel. Ich liebe Musik. Ich höre immer die Musik. Für mich aber egal. Aber auch Disco Fox wie damals? Ja, natürlich. Ich bin schon auch. Also kein Hip-Hop, so wie die ganzen anderen. Oder magst du das kann auch? Kann sein auch, aber ich liebe sowas mit Gefühl. Ne? Ich finde, ja, mit Gefühl. Ja. Ich finde es ja immer schön, dass die ältere Generation über die Musik der Jüngeren motzt. Mein Vater hat mir erzählt, dass seine Mutter damals gemotzt hat, weil er schon Elvis-Fan war. Hier, das war ja Indianermusik. Ja. Wenn wir damals unsere Musik, die Disco oder gehört haben, da war das für meinen Vater Indianermusik. Wenn mir meine Kinder eher Deutschrap vorspielen, dann denke ich immer, nee, aber ich sage nicht Indianermusik, ja, ist auch heutzutage politisch nicht mehr korrekt. Ich sage einfach, hört ihr eure Musik und lasst mich meine Musik hören. Aber ganz egal, wie ihr Musikgeschmack ist, auf dieser Anlage klingt sie einfach fantastisch. Wir gehen mal weiter zu USB, weil ich habe da auch noch natürlich einen schönen Stick rein. Ja, gucken wir mal ein bisschen was für einen kleinen Moment. Gehen wir auf, nicht auf Tape, nicht auf AUX, sondern auf USB. Moment, wo ist es denn? Es ist einfach, es macht einfach Spaß, Musik zu hören, in Erinnerungen zu schwelgen. Und jetzt können Sie diese Schallplatten digitalisieren und mit in Ihr Handy mitnehmen. Stellen Sie das mal vor, das erste Mal, dass man Schallplatten mitnehmen kann. Kassetten gab es im Auto, aber jetzt kann man die tatsächlich digitalisieren, mitnehmen. Vielleicht alte Bänder, die Märchenkassetten kann man dann tatsächlich vielleicht mal seinen Kindern vorspielen. Das sind ja alles Schätze, Mensch, mit denen wir aufgewachsen sind. Ja, natürlich, und auch gerade Schätze, Platten. Ich habe gehört, dass viele moderne Interpreten auch wieder Schallplatten auf den Markt bringen. Das ist also absolut wieder im Trend. Old School wird plötzlich wieder modern. Sie sind auf jeden Fall dabei. Ja. Also mit allen Sachen, die Sie hier abspielen möchten, die Nostalgie, Schallplatte oder Kassette bis zu Bluetooth und DAB Plus, alles dabei. Zum TV-Sonderpreis hier, die Bestellnummer ist die ZX1811569. Hören Sie mal wieder Musik, wie sie gemeint ist zu hören. Richtig laut, wenn Sie eine Party machen wollen, ist das die perfekte Anlage. Wenn Sie Klassikmusik lieben, auch perfekt. Sie können richtig gut Musik wieder hören. Hier mit unserer Top 100-Selektion dieser Stereoanlage. Viel Spaß.